Sie kannten ihn alle. Winnetou, den edlen Häuptlingssohn vom Stamme der Mescaleros-Apachen. Sein Name lebte in jedem Zelt, in jeder Blockhütte, an jedem Lagerfeuer. Winnetou war sein Leben. Pierre Brice als edler Apachenhäuptling, die Idealbesetzung. Da verschmolzen Wirklichkeit und Fiktion. Mein weißer Vater verlangt viel von Winnetou. Ja, denn eines Tages wirst du Häuptling sein und von deinem Wort wird das Schicksal deines Volkes abhängen. Die Bleichgesichter haben geraubt, Bleichgesichter haben getötet. Das Recht ist bei uns. Das war das Erste, was man spürt. Dass er unerhört natürlich war und menschlich. Da kommt viel Wärme rüber und keine Arroganz, überhaupt nicht. Er war natürlich besser gegessen. Der Filmproduzent Horst Wendland drehte 11 Winnetou-Filme in 7 Jahren und machte Pierre Brice damit zum Star. Er war völlig unbekannt. Der Wendland hat ihn sozusagen aus dem Nichts geholt. Er hat in Frankreich was gemacht und in Italien, aber hier kannte kein Mensch. Das sollte sich 1963 schlagartig ändern. Schon der erste Winnetou-Film war ein großer Erfolg. Wir haben uns eigentlich immer wieder bei den Premieren gesehen. Und das waren tolle Veranstaltungen damals. Das war also ein Riesenaufwand. Und draußen vor den Kinos war natürlich enorm was los. Und je mehr Filme gedreht wurden, desto mehr passierte auch da vom Publikum. Da musste die Polizei alles absperren. Seine Fans begeisterte Pierre Brice in Natura mindestens so sehr wie im Lederhemd. Er sah ihm einfach toll aus. Auch ohne Kostüm, ohne lange Haare war er sehr sympathisch und auch vielleicht sexy. Winnetou, Winnetou, du warst mein Freund. Nur ein Spiel der Fantasie. Martin Böttcher, der Komponist der Winnetou-Filmmusik, unterstützte Pierre Brice, als der einen neuen Karrierepfad einschlug. Irgendjemand sagte mal, Mensch, der müsste eigentlich auch mal eine Gesangsaufnahme machen. Und er war sehr musikalisch, obwohl er kein großer Sänger war, aber er war sehr musikalisch. Und so entstand zum Beispiel Ich stehe allein. Das war ein Titel, der so wochenlang sehr gut gelaufen ist. Ich steh allein in einsamer Nacht. 1965 schaffte es das Lied in die Top 10 der deutschen Singlecharts. Pierre-Louis Le Brie, so sein richtiger Name. Der Adelsspross aus der Bretagne ging mit 19 Jahren zur französischen Armee und diente als Soldat in Indochina und Nordafrika. Seine Karriere vor der Kamera begann als Fotomodell und in kleinen Rollen in spanischen und italienischen Filmen, bis er 1962 zum ersten Mal Winnetou spielte. Der war es einfach. Da kam so viel rüber von ihm, so viel Ausstrahlung. Er hatte eben eine Aura. Hat er alles gemacht, alles selber gemacht. Der war ja in Vietnam, Indochina, jahrelang als Soldat und der hat also wirklich harte Sachen erlebt. Also er war kein Weichei, wie man so schön sagt. Winnetou war sein Schicksal. Zwar spielte der Franzose in späteren Filmen gerne auch den charmanten Gentleman, doch Winnetou ließ ihn nicht los. Bei den Karl-May-Spielen in Elspe und Bad Segeberg feierte er Publikumsrekorde als edle Rothaut. Er lebte dieses Leben auch privat. Also er ist unglaublich geradlinig gewesen. Er hat nie
irgendwelche krummen Sachen gemacht. Ich habe nichts gehört. In Deutschland ein Star. In seiner Heimat Frankreich dagegen konnte er unbehelligt die Straßen entlang spazieren. Mit seiner Frau Hella lebte er in einem Landhaus bei Paris. Fast schon eine kleine Farm, denn Brice war ein großer Tierfreund. Winnetou. Wie kommt es, dass Winnetou lebt? Der große Geist hat entschieden, meine Zeit sei noch nicht gekommen. Er wagte eine Neuinterpretation des alten Stoffs. Der Apachenhäuptling war in die Jahre gekommen. Für das Publikum aber blieb er der Winnetou, der Filmklassiker. Der ist unersetzlich. Der ist der Winnetou gewesen immer. Und da wird man es schwer haben, gegen ihn anzukämpfen.